im Laufe der Zeit habe ich immer genauer sehen gelernt. Als ich das erste Mal in das Tal gekommen bin, wo ich meine Doktorarbeit später geschrieben habe, habe ich im Prinzip nur die Landschaft ganz groß wahrgenommen. Dann bin ich im Prinzip 10 Jahre lang jedes Jahr in das Tal gefahren, habe immer die gleichen Wanderungen gemacht und ich habe jedes Jahr etwas Neues gesehen. Das muss man sich vorstellen. Man sieht immer mehr und immer genauer. Und es ist keineswegs so, wie die meisten Leute es sich vorstellen, dann habe ich ja alle schon gesehen, dann wird das langweilig. Im Gegenteil, beim ersten Male sieht man nur Fremdheit und kann man nichts genau und differenziert wahrnehmen. Und erst wenn man wiederholt hingeht, wenn man auch den zeitlichen Vergleich hat, dann fängt auf einmal an, dass Landschaft lebendig wird, dass man Vergleiche ziehen kann. Das ist ja dieses Jahr anders als letztes Jahr. Dann sehe ich bei einem bestimmten Sonnenschein Sachen, die ich bei Schatten nicht gesehen habe. Das heißt, man sieht umso mehr, je genauer man hinguckt. Und das ist ein Prozess, der verstärkt sich wechselseitig. Hier gehe ich regelmäßig lang. Das ist hier quasi der sogenannte Hain, eine quasi Institution im Bamberg, eine sehr schöne Anlage. Und dort kann man feststellen, dort ist das Spazierengehen mit erfunden worden. Und es ist beschrieben worden von E.T.A. Hoffmann, der hier oftmals spazieren gegangen ist. Spazierengehen als die erste Form, die Stadtmauern zu verlassen, sich der Natur anzunähern, wie es auch Goethe in seinem Osterspaziergang im Faust beschreibt, das kann man hier noch live nachvollziehen. Das heißt, wenn ich hier gehe, und ich gehe oft hier, wandle ich quasi auf historischen Spuren. Das Gehen ist deswegen wichtig, weil man sich dann selbst als Körperwesen erlebt. Der Mensch ist halt eben kein Geistwesen alleine, sondern der Geist ist ganz eng mit dem Körper verbunden. Und das erlebt man beim Gehen ganz unmittelbar und vergisst nicht diese natürliche Grundlage. Und hier haben wir einen ganz besonderen Kanal, den König-Ludwig-Kanal aus dem 19. Jahrhundert. Und der wird von den Naturschützern gerade sehr geliebt, weil wir da eine Reihe von Wasserpflanzen haben, die da eine Existenzmöglichkeit haben. Und er sorgt für die Kleinräumigkeit der Kulturlandschaft und ist ein ganz wichtiges Element. Ein Element, wo man sagen kann, so etwas sollte nicht vergessen gehen, sollte nicht kaputt gehen. Die Kleinräumigkeit der Naturlandschaft ist also durch die Nutzung mit entstanden? Durch eine kleinräumige Nutzung. Und früher hat man immer kleinräumig genutzt. Und zwar deswegen, weil man keine großen Maschinen hatte, weil alles Handarbeit war. Wenn man eine Landschaft mit Handarbeit nutzt, wird es automatisch kleinräumig. Und das ist auch für die Artenvielfalt sehr wichtig, weil durch zahlreiche Säume und Grenzlinien wir eine große Artenvielfalt in der Landschaft bekommen. Nicht bloß eine landschaftliche Vielfalt, also eine Landschaft, die sehr abwechslungsreich aussieht, sondern auch wegen den zahlreichen Grenzbiotopen eine große Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren. Wir haben die Alpen im Prinzip als eine sehr kleinräumig vom Menschen veränderte Landschaft. Von Natur aus wären die Alpen ja als Waldlandschaft relativ großräumig und homogen gewesen. Und durch die Nutzung durch den Menschen sind die Alpen sehr stark aufgelichtet worden. Es gab ein großes Mosaik von Waldflächen, von offenen Flächen. Und dadurch kommt erst die Kleinräumigkeit zustande. Eine Kleinräumigkeit, wie wir sie hier auch sehen können, wo halt im Prinzip die verschiedenen Wasserläufe und die Abhänge von den Wasserläufen und die Alleen auch eine ausgesprochene Kleinräumigkeit hier präsentieren. Und da gehen Sie gerne mal? Ja, und das ist gerade das, was einem Spaß macht, Kleinräumigkeit zu erleben. Dann erlebt man unglaublich viel. Dann braucht man keine künstlichen Erlebnisse, dann braucht man keine technischen Hilfsmittel. Dann kann man einfach sich auf das einlassen, was man sieht. Und das ist bereichernd, das ist vielfältig, das ist sehr abwechslungsreich. Wir haben hier eine Badenutzung. Wir haben die frühere Holznutzung, wir haben die Spaziergehernutzung und wir haben jetzt auch seit kurzem den Biber, der hier heimisch geworden ist und der praktisch einen
Graben gebaut hat und die Gefahr bestand, dass der linke Regnitzarm durchbricht in den Hollergraben. Das hätte eine riesige Flutwelle verursacht. Das wurde mit großem Aufwand vom Stadtbauamt dann praktisch verhindert. Und da wurde der Biber, diese Biberbaue wurden wieder zugemacht. Aber der Biber lebt hier weiterhin und ist sehr aktiv und fällt eine Reihe von Bäumen, während andere Bäume, gerade die wertvollen alten Bäume, die mit Gittern gesichert werden. Und das ist eine der Grundsatzfragen des Naturschutzes, ob man diese Tiere hier mitten im Zentrum von Bamberg leben lassen soll oder ob man sie vertreiben sollte. Und der Stadtbauamt hat meines Erachtens die richtige Lösung gefunden, nämlich die Biberbaue, die gefährlich sind, die sind zugemacht worden und die anderen, ansonsten wird der Biber hier leben gelassen. Das heißt, es gibt ein Zusammenleben mit dem Biber, was reguliert ist von Seiten des Menschen. Und das kann man etwa vergleichen mit dem Wolf in den Alpen. In dem Gebiet der Alpen, wo ich immer bin, ist der Wolf seit 20 Jahren wieder zurückgekommen. Und der Wolf ist streng geschützt. Und die Herden müssen auf den Almen vor dem Wolf geschützt werden. Mit Herdenhunden, mit Elektrozäunen und so weiter. Und das wird gemacht. Das kostet den Staat einiges Geld, ist aber sinnvoll. Und ich sage immer, es gibt eine Möglichkeit, dass Wölfe und Schafe zusammenleben. Denn über Jahrtausende haben die Bauern im Alpenraum mit Wildtieren zusammengelebt. Das Ausrotten der Wildtiere geschieht erst, als das Gewehr erfunden wird. Und das ist eine städtische Erfindung, eine Erfindung der Renaissance. Bauerngesellschaften haben über Jahrtausende mit dem Wolf zusammengelebt. Und das geht auch heute. Man muss einen Modus vivendi finden und weder den Wolf quasi total schützen. An manchen Stellen muss er auch abgeschossen werden, bin ich der Meinung, wenn er Probleme macht. Aber im Prinzip können Bauern und Wölfe im Alpenraum zusammenleben. Und das gilt auch für die anderen großen Wildtiere wie Bären, wie Luchse oder Geier und so weiter. Das ist meine Naturvorstellung, dass Mensch und Natur zusammenleben. Auch Mensch und Wildtiere leben zusammen. Der Mensch muss die Wildtiere auf Distanz halten, aber er darf sie nicht ausrotten. Er muss sie gar nicht ausrotten. Es reicht, wenn er sie auf Distanz hält.